Hallo, die Eisbadensaison beginnt wieder mit Sonja von Beseelt und mit Axel. Heute ist der 1. Oktober und wir haben beschlossen, gleich morgens an den See zu gehen, weil heute soll eine Regenfront hier aufziehen, beziehungsweise die Anfänge haben wir hier schon zu spüren. Es nieselt und deswegen wollen wir uns ein bisschen beeilen mit dem ersten Mal Eisbaden für diese Saison. Also, heute ist hier, ich muss hier ein bisschen aufpassen, hier sind Brombeerhecken. Heute ist alles ein bisschen improvisiert. Ich habe mein Stativ im Auto vergessen. Das Thermometer will auch nicht mehr so funktionieren wie letztes Jahr. Wasser sah es besser aus. Trotz neuer Batterie. Also es hat 15,3 Grad Wassertemperatur angesagt. Das ist natürlich eigentlich noch Schwimmbadtemperatur fast, aber uns kam es sehr kalt vor. Ja, es hat schon, also die Hände tun weh, es biezelt. Man hat diesen frischen Kick, den ich im Frühling nicht so hatte, wenn das Wasser wärmer wurde, ja. Aber jetzt, weil ich wirklich lange nicht mehr im See war, bestimmt, ich würde mal schätzen, 3 Wochen nicht mehr. Und das letzte Mal war es doch sehr warm noch, ne? Oder 3, 4 Wochen. Ich hatte 12 geschätzt, also ich bin überrascht mit den 5, wie steht das? Das sieht man nicht mehr, es waren ja. 15,3. Okay. Und ich möchte hiermit noch aus der Eisbadengruppe den Klaus grüßen. Wir haben ausgemacht, wer heute als erstes ins Wasser geht, der grüßt den anderen und schickt ein Foto. Und das mache ich hiermit. Liebe Grüße an Klaus und viel Spaß beim Eisbaden heute. Danke fürs Zugucken an alle.